in Hamburg. Was ist das Krankeste, was ich jemals gegessen habe? Egal, alles zusammen, Burger, sonst was, das Krankeste, was ich hier in Hamburg gegessen habe. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Von den Kreationen her, so ziemlich das Speziellste, was ich je an Pizzen gegessen habe. Und eine Sache, wo ich im Video gesagt habe, das ist das Krankeste, was ich in Hamburg gegessen habe. Auch in Deutschland, vielleicht sogar die heftigste Bewertung, die ich für eine Sache rausgehauen habe in Deutschland. Das weiß ich nicht mehr ganz genau, ich muss es nachgucken, kann aber sein. Das war ganz wild, ganz wilde Pizzen, eine ganz kranke. Erwartet ihr im Video und ja, viel Spaß. Lasst euch das Video schmecken. Die haben sogar Brot hier. Was geht denn auf einmal ab? Sieht mir aus wie ein Bäcker jetzt. Halb Bäcker, halb Pizzaladen. Puh, nicht, dass ich hier in die Falle tappe oder sowas. Ach, ihr habt auch eine Bäckerei, ne? Ich hab mich schon gewundert, ihr habt hier Brot und so, das sieht heftig aus, das Brot. Wir machen Sauerteig, aber probier es. Sauerteigbrot jetzt. Macht ihr selber? Geil, Mann. Bist du Italiener, ne? Ich bin ursprünglich Ukrainer. Ukrainer? Ich bin in Italien groß geworden. Ah, das heißt, okay. Das ist unsere zweite Heimat. Geil. Ich bin Martin. Martin, alles klar. Oh, guck mal, der macht da Pizzateig. Boah, guckt euch hier. Hi mein Lieber, hallo, ja. Grüß dich. Ich soll hier mal so ein bisschen, wie du das hier machst. Das sieht danach wirklich ein Handwerk aus, ne, was du hier ausübst, also gelernten Handwerk. Boah, der Teig sieht nach einer hohen Hydration aus, wenn ich das mal sagen darf. 75? Ja. Oh, krank, und das kriegst du trotzdem hin, daraus Pizza zu machen. Viel Wasser. Ja, das sieht gut aus. Also für euch Zuschauer nochmal, desto höher die Hydration, desto schwerer zu verarbeiten, aber desto besser wird die Pizza meistens auch, ne, wenn man es richtig macht. Und das sieht nach, ich zeige euch das mal, so richtig feucht. Das war so die erste Mal, wo ich Pizzatest gemacht habe, sehe ich immer diesen Teig. Hab zu Hause auch mal versucht, Pizza zu machen, hab's nie hingekriegt, hab gesagt, daran sieht man, dass das richtig gute Pizza werden kann, unter Umständen, schon am Teig natürlich. Guckt euch an, da seht ihr, wie feucht der ist. Oh, Danny. Ja, perfekt. Guck, hier wird denn der Teig gemacht. Das sieht echt hier richtig, richtig professionell aus. Das sieht hier aber aus, als wäre hier was im Gange gerade, ne? Das ist der Vorteig quasi. Genau, genau. Oh, das riecht richtig so, dieses Vergorene halt so ein bisschen. Da wird richtig gearbeitet, die Bakterien sind am Arbeiten. Sehr schön, sehr schön. Jetzt werden wir den Chef nochmal auseinandernehmen hier. Hi, mein Lieber, wir machen YouTube heute hier ein bisschen. Danny hat gesagt, du bist der beste Mann am Pizzaofen. Zwei, drei Sachen werde ich bestellen. Ja. Ich habe auch noch ein, zwei Fragen an dich. Würdest du sagen, ihr zählt zu den Besten? Die beste Mehl, wir haben Molino Mariani, ja. Das ist die erste Sache. Lange Führung, mindestens 72 Stunden, kalte Führung machen wir. Und dann, wir haben die beste Pizzabäcker, das ist okay. Die dritte. Also ja, zweite Frage, ja. Macht ihr mit Leidenschaft? Ja, das ist ohne das lieber zu Hause bleiben. Okay, ja. Und dritte Frage, wenn du einen Wettbewerb machst, willst du gewinnen? Immer, aber nicht unbedingt. Für Nein. mich ist Qualität die wichtigste. Ja. Also, das ist nicht so Ziel, aber was du machst unterwegs. Okay. Verstehst du? Okay, okay, verstehe. Ja, die Frage stelle ich immer gerne. Dann gucke ich mal in die Karte und dann werde ich zwei, drei Gänge werde ich bestellen. Bei euch drei machen wir und guck mal, was ich als erstes bestelle. Alles klar. Danke, danke. Boah, ist das Focaccia? Das ist Focaccia. Ehrlich, macht ihr Focaccia? Ich liebe Focaccia. Also ich werde safe, werde ich Focaccia dann auch nehmen. Oh, das sieht geil aus. Guckt euch das an. Hast du die gemacht? Nach Danny, ne? Ja. Also wie ich Focaccia kenne und gegessen habe, ist es ja voll mit Öl. Voll mit Öl und da steckt so Geschmack hinter. Puh. Ist auch für Hüftgold bekannt, aber es schmeckt halt, ne? Oh, ich habe Bock jetzt auf Focaccia. Manchmal guckt man in eine Karte und denkt sich, oh, was nehme ich denn überhaupt? Und manchmal guckt man rein und denkt sich, scheiße, ich will am liebsten die ganze Karte, weil alles so geil ist und schon mein Brot, weil sie ist schon bei mir vorbei. Ich muss ein Brotvideo heute machen. Nächsten Tag mache ich Focaccia oder so. Was soll ich denn hier nehmen? Es ist vorbei. Wir müssen mehrere Gänge machen, Leute. Also es gibt safe Focaccia. Brot müssen wir probieren. Oh nein, ey. Machen wir fünf Runden diesmal oder so. Scheiße. Heute lassen wir es richtig ausschweifen. Wir machen fünf Runden, glaube ich. Ich fange mit dem Brot an. Das mit Gorgonzola und Kastanienhonig. Scheiße, ich nehme das. Das ist hier ein
den Pizzateig, werden aber frittiert. Okay, und wie heißt das nochmal? Spacca Napoli. Genau. Okay, mega. Vielen, vielen Dank erstmal, ne? Danke, danke. Ich denke, ihr habt genug gesehen. Noch ein kleiner Gruß des Hauses. Erstmal hier. Das ist krank, Leute. Und ich muss sagen, ich bin stolz darauf, dass ihr inzwischen bei mir wisst, dass ich das nicht überall sage. Egal wie nett der Chef ist, egal was ist. Wenn es kacke ist, ist es kacke. Aber das ist außen so ein bisschen kross, wie Pizzateig. Das ist nicht bei jeder Sache so. Du nimmst es im Mund und bam, dein ganzer Gaumen, dein ganzer Mund erfüllt sich schon allein durchs Ansetzen gefühlt mit Geschmack. Du beißt aber rein, aber es hört nicht auf, dieses Weiche in der Mitte, wo du immer dich weiter reinbeißt, was natürlich begrenzt ist beim dünnen Pizzateig. Das ist ganz, ganz tief. Super fruchtige, süße Tomatensauce. Das ist eine Vorspeise. Da geht ja einer ab. Wirklich. Das Mozzarella-Bällchen, denke ich mal. Wird bestimmt Büffelmozzarella sein. Wirklich schmal gewürzt, nicht das, was du erwartest, wenn du in diese Geschmacksexplosion beißt. Dann kommt das erstmal ein bisschen nüchtern, aber du schmeckst dich rein. Du merkst, es ist guter Käse drin. Du schmeckst den Käse. Leichte Salznote, wirklich nicht verkehrt. Ist schon gut, aber er ist nicht so der Oberburner. Jetzt machen wir Folgendes. Einmal das Brot ein bisschen probieren. Oh, das, was wir da gesehen haben, dieses schöne Sauerteigbrot. Da freuen wir uns doch jetzt alle drauf. Kleiner Fun-Fact, ich glaube, es waren Ausbildungszeiten oder Mindestlohn, sowas in der Richtung. Habe ich schon vor Jahren Olivenöl für ein Funny oder so gekauft. Ich habe mich richtig reingeflasht, auch von den Inhaltsstoffen. Soll angeblich wohl wirklich eine geniale, auch gesunde Scheiße sein. Also auf gesund bezogen genial. Das ist sehr fruchtig. Guck mir mal, Gorgonzola mit Waldhonig. Kann man machen, noch einmal mit Olivenöl auch. Ein bisschen Waldhonig drauf, kommt aber nicht so durch. Nicht schlecht, aber der Gorgonzola dominiert einfach sehr krass. Aber 1A Vorspeise. Trotzdem, so Revue passierend, Vorspeise komplett. Safe eine 8 von 10 trotzdem. Das flasht mich irgendwie ungemein, auch wenn das Brot nicht so krass ist, wie ich dachte. Aber irgendwie das Komplettpaket killt das Ding, Leute. Das sind 9,5. Das ist so weich. Oh, hauer, hauer, hauer. Dann nehme ich Runde 2 gerne und dann nehmen wir Focaccia gerne. Diese kleinen Mozzarella-Bällchen, ist das Büffelmozzarella? Ja, ne, habe ich mir gedacht, habe ich geschmeckt. Wie ich gesagt habe, Büffelmozzarella hat es geschmeckt, das hatte irgendwas, weil du halt die Quali geschmeckt hast. Gehen wir in Runde 2 mit dem Focaccia. Bei der Pizza-Runde können wir dann auch damit zugucken, wie das belegen und so. Grüße an Jochen Gauss, den Pizzabäcker. Was richte ich denn da? Den Bäcker vom Bundespräsidenten. Gruß geht raus an den Lieben. Kommt in die Videobeschreibung rein, haben wir zusammen gemacht. Focaccia, mega heftig. Für ein gutes Focaccia-Rezept in die Videobeschreibung gehen. Und auch so, lasst gerne den Daumen oben knallen für eine Mission. Ich mache in letzter Zeit wirklich viele andere Sachen jetzt auch mal so umfangreicher, ein bisschen Abwechslung. Wenn euch das gefällt, gerne wissen, lasst mir einen Daumen oben und einen Kommentar für jegliche Sachen, die ich testen soll. Das ist eure Focaccia, ne? Genau. Mhm. Das ist die Mortadella, ja. Oh, das sieht traumhaft aus. Danke dir. Das ist doch mal krank, 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 krank. Oben Pistazien drauf. Wirklich als Essensliebhaber geht man da doch steil, oder nicht? Wenn das jetzt so schmeckt, wie es aussieht, Feierabend. Komplett Feierabend. Oh, das ist so weich von unten. Ich habe irgendwie komischerweise mit einem harten Gefühl gerade gerechnet. Kennt ihr generell das Feeling vom Mortadella mit dick Butter? Das ist sowieso schon Endlevel. Parmesan noch mit drauf, ihr seht das hier. Rucola, Tomate für die Frische. Ich weiß nicht, was ihr gesagt habt, was für eine Creme das ist. Das ist so eine luftig lockere, leichte Knoblauchcreme mit drauf. Killt, killt, killt. Das muss man in die Karte nehmen. Das ist gerade schon so weich, so geil. Ich schmecke den Teig. Das ist das Krankeste in die Richtung, was Hamburg zu bieten hat. Ich schwöre es euch. Ich bin lange auf der Suche nach irgendeinem kranken Spot mal wieder. Ich habe heute noch überlegt, den zu nehmen. Ich habe ihn genommen. Das ist einfach krank.
so war ich. Egal, was irgendwelche Pizzen aus Hamburg bisher abgeliefert haben. Pizza ist deutschlandweit, nur was diese neapolitanische geht. Ich finde es ein schwieriges Game, weil auf einem hohen Level viele viel zu ähnlich sind. Da kann man auch jetzt auch nicht sagen, Hamburg battelt sich da raus oder so anderen Städten gegenüber. Überhaupt nicht. Da haben wir auch noch stärkere Standorte so in anderen Städten. Aber was das angeht, deutschlandweit, boah, wenn du das vervielfältigen könntest, deutschlandweit, das wird alles zerstören. Das ist wirklich oberheftig. 9,7 musst du da geben. Und das werde ich auch dann nochmal testen. Also diesen Spot stelle ich euch vor, Mann. Aber ganz, ganz gewaltig. Oh, ich hoffe jetzt, dass die Pizza auch reinschallert, weil dann kann ich das im Titel auch richtig gut formulieren. Wenn die Hälfte scheiße ist, weiß man immer nicht, wie man einen Titel schreiben soll. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ich kann es auch eine 9,8 geben. Ich würde eine 9,8 geben. Ich habe gerade gesagt, du kennst meinen Kanal ja nicht, aber ich bin überall in Deutschland unterwegs. Ne? In Hamburg, das ist das Krankeste, was ich jemals gegessen habe. Egal, alles zusammen, Burger, sonst was, das Krankeste, was ich hier in Hamburg gegessen habe. Das müsst ihr auf die Karte nehmen, Mann. Ja, ich weiß, aber wir hatten zu viele Sachen schon. Weißt aber du? Das muss. Ja, ich weiß. Viele Sachen muss. Alle hierher kommen und frag nach dem Sandwich, dass Martin das hier reinnimmt. Anders geht das nicht. Sonst bist du geisteskrank, wenn du das nicht reinnimmst. Ich habe schon Pasta fertig und danach probierst du auch. Probier ich zum Schluss nochmal einen Happen. Aber wir nehmen erstmal Pizza jetzt. Ja, besonders. Du hast Glück gehabt. Danke, wir nehmen jetzt Pizza eine Runde. Was würdest du empfehlen, Martin, was für Pizza? Ich würde Pizza Grano nehmen. Okay, gefüllter Rand ist da sogar. Ja. Womit habt ihr den Rand gefüllt? Mit Ricotta und Mozzarella. Okay, dann nehmen wir das. Martin macht mich, glaube ich, kaputt heute. Er macht mich kaputt. Zieht euch die Kreation rein, Leute. Den Move habe ich verpasst. Jetzt wurde jetzt noch Parmesan drauf gemacht hier. Wisst ihr? Guckt euch mal an, ey. Das ist doch echt ein Brett, ist das doch. Also ich brauche keine Soße. Man sieht gleich, da ist so viel Käse drauf für Käseliebhaber. Oh, eine Wucht. Ui, seht ihr das? Oh, das ist Foodporn. Zusammenlegen werde ich die und jetzt will ich sie so essen. Es geht auch gar nicht anders als zusammenlegen, Leute. Für die, die sagen, ess mal anders, es geht gar nicht anders. Jetzt habe ich auch einen geilen Biss, wo ich alles zusammen habe. Also gelbe Tomate, muss ich sagen, habe ich so auf einer Pizza noch nicht gehabt. Hat nicht den Wumms, den ich mir erhofft hätte. Hätte man da meine Tomaten aus meinem Garten zu Hause genommen, gleich noch mehr. Aber dann kommt der Pesto rein. Pesto, sehr heftig, sehr heftig. Zum Rand komme ich gleich natürlich auch noch mal. Sehr heftiger Teig. Das hat schon was mit dem Rand, weil es halt so extrem weich ist. Das platzt so ein bisschen. Du hast dann diese Ricotta-Füllung da. Rand ist ja sowieso sehr weich. Hier sieht man das nochmal. Pizza hat was. Teig unendlich heftig. Die Tomaten sind ein bisschen Schwachpunkt bei der Pizza. Knuspert der Teig außen. Die Tomaten verwässern. Das ist keine gute Wahl auf der Pizza. Die verwässern das Ganze, in dem Sinne, dass der Geschmack einfach, weil die so wasserhaltig sind, wird aufgehoben, wird gemindert dadurch, dass diese geschmackslosen Tomaten reinkommen. Die nehmen den anderen Kram die Power und dadurch ist es nicht mehr so intensiv. Die würde ich safe rauslassen, aber trotzdem immer noch krass. Jetzt merke ich außen den krossen, dunklen Rand hier. Seht ihr das? Den schmecke ich gerade. Ich nehme noch mal eine Variante, das ist einfach ohne Tomaten. Wo es ein bisschen kälter wird, abkühlt, wird die Creme außen noch geiler. Oh. Hier lassen wir uns einpacken. Freundin wird sich freuen. Dann geht es nochmal eine Runde. Mal eine andere Kreation. Ich will die Pizza einordnen können. Hauen wir es gleich hier hin. Bam, hier geht es jetzt direkt weiter. So, und jetzt nehmen wir Fiore Latte, Käse, Rinderschinken, rotes Pesto, Spinat, Ziegenkäse. Das wird auch wild bestimmt. Da sieht man die Gradzahl auch noch. 390 Grad.
So, kurz für euch schon mal. Und eine Basis aus Spinatcreme. Dann haben wir Spinat mit Balsamico-Essig da drauf. Wir haben Rinderschinken, wir haben rote Pesto-Creme und wir haben Ziegenkäse-Creme, nenne ich es jetzt mal. Wunderbaren Rand. Frische Tomaten da drauf. Oh. Die ist dafür gedacht, auch dass der Gast sie selber schneidet. Und das werde ich jetzt tun. Schneidet sich wunderbar. Also unübliche Schnittweise für mich mit der Pizza. On point. Wirklich selten so on point den Teig gehabt. Also schon präsent, aber nicht zu intensiv. Beim Schinken sehr interessant. Nicht so heftiger Eigengeschmack, aber eine schöne Süße, eine schöne Salznote. Schön begleitend zur Pizza. Sehr, sehr heftige Pizza. Schinken noch ganz zart, ganz dünn. Kannst wirklich durchgucken, guckt euch das an. Machen wir gerade noch das Tomatenpesto und die Ziegenkäsecreme da drauf. Extra nochmal auf diesen Biss. Pizza zusammengefasst. Es ist ein Spiel der Geschmäcker. Ein Orchester. Milde Ziegencreme wirkt so ein bisschen als Gegenspieler zum intensiven Pesto. Ein geiler Schinken, der so eine geile Salzpower reingeht. Boom, aber nicht zu intensiv ist. Dann die Frische durch den Spinat. Die geile Röstung von der Pizza. Ihr seht das, was halt immer so schwarz ist. Und zwischendurch ein, zwei Geschmäcker. Eine ganz kranke Süße noch mal drin gewesen, wo ich gar nicht weiß, wo kam das auf einmal her. Irgendwie noch mal eine Kräuternote rein. Das war ein Erlebnis. Da muss ich safe noch mal testen, wenn ich noch nicht ganz so voll gegessen bin. Aber würde ich erstmal unter Vorbehalt 9,1 Punkte geben. Ganz stark. Ganz starke Pizza, also ganz starker Spot. Pizza, würde ich beinahe sagen, ist das die stärkste in Hamburg. Muss ich wie gesagt nochmal testen, aber das ist die stärkste Pizza in Hamburg. Och, der Rand, guckt euch das mal an, wie fluffig, luftig. Das ist die beste Pizza in Hamburg. Das kann ich mit Bestätigung sagen, das kann ich hier jetzt safe sagen. Für eine 100% genaue Bewertung gehen wir hier nochmal hin. Pizza, habe ich gesagt, es wird mit ziemlicher Sicherheit die beste in Hamburg sein. Oder was, besser gesagt so, das ist die beste Pizza in Hamburg. Besser, was ist besser für dich ist. Ja. Für uns wichtig, das schmeckt. Ja. Und unsere Kunden sind zufrieden. Sehr stark. Und das arbeitet. Die sehr starke Pizza. Erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz. Ist egal, ne? Hauptsache, ihr geht mit Leidenschaft und Liebe dabei, genau. Qualität. Ja. Auf jeden Fall habt ihr auch eine sehr spezielle, krass spezielle Pizza. Ich habe gerade noch mit Martin, dem Chef, gesprochen. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt, dann mache ich das. Die Karte ist so groß, ich möchte noch mal mehr von der Karte probieren. Hier muss eigentlich alles getestet werden, weil es so krank ist. Wir nehmen den Laden noch mal komplett auseinander. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mich jetzt jahrelang begleitet inzwischen. Kuss, Kuss an alle. Ja, und dann freue ich mich auf unser nächstes Video zusammen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut mir gerne auch einen Kommentar rein.